der Wahnsinn hier, Alter. Achso, wir müssen die Crowd beruhigen, Achso, schnell. Der Gewinner, der Champion. Achso, und wie fühlst du dich, Alter? Ich war noch nie so lebendig. Hast gerade mies angespannt, ich hab's gesehen, Alter. Kiki, was ist los hier? Ja, wir sind wieder hier bei der Arbeit, Ivan. Wer trinkt denn hier Eistee, Alter? Eistee Peach. Ich bin jetzt hier peached. Was du sagst, Junge. Ivan, guck, Ivan, alle sind um uns herum, Ivan. Wir haben Luxemburg hier, Ivan. Moment. Hey, einmal Applaus für Lorenz. Applaus für Luxemburg. Die wilde Legende. Aber wieso sind wir hier versammelt? Wieso habe ich ein Messer in der Hand? Was? Ich glaube, es ist Zeit für Carlos, komm her. Für einen Break. Hey. Carlos! Boah, was hat der Carlos denn da? Das ist doch jetzt da, die 24er Tops in Inception! Inception! Auch bekannt von dem Film DiCaprio. Inception, nicht Inception. Die Träume da, wo die so träumen. Ein Traum in einem Traum. Das ist nämlich, da drin sind die Träume. Die Träume. Das heftigste Produkt auf dem Markt, Tops Inception. Let's go! Hey! Und es wird gebrochen, jetzt und hier im B-Brothers Store in Langenfeld. Ja, Mann, ja. Wie die alten Basketballer. Und Ivan. Wer öffnet es, Ivan? Wer öffnet es? Wer? Darf ich vorstellen? Öffnest du es? Okay. Nein. Öffnest du es? Nö. Aste. Wer? Aste. Ist es ein amtierender Champion, Aste? Ladies and Gentlemen, ich präsentiere The reigning World Heavyweight Champion of the World! Olli! 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 Neben der Legende, Mann! Der einzig wahre! Ihr habt drauf gewartet, wir haben Olli endlich mal hier im Laden. Kiki, die Kommentare, alle fragen, wann kommt Olli? Er ist hier, Alter! Jetzt habt ihr ihn, Alter! Community, ihr erinnert euch. Ist das New York-Video schon ab? Nein. Noch nicht, Kiki. Kommt wieder über New York. Ey, man muss doch noch sagen, bevor wir hier weiter, vielen Dank für 5000 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal, Freunde. Vielen, vielen Dank. Noch kurz, als Dankeschön, kommentiert eure Lieblingspizza. Genau hier, Alter. Let's go. Top weiter. Pass auf, Olli, du hast richtig Begierde. Gelüste. Was war gestern? Gestern hat er eine Topscom, auch eine Hobbybox, Jumbo-Box geöffnet. War, wie unser Freund Thilo sagen würde, Bruch. Oder ernüchternd. Aber war auf jeden Fall sehr mies. Ja. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Box. Mhm, denn so du weißt, wir haben gutes Gefühl bei der Box. Haben wir, ja. Ich würde mal sagen, wir bewegen uns tanzend. Komm, zum Glas. Let's go. Die Party läuft. Alle am Dancen hier. Let's go. Also Stimmung des Todes hier. Also absolute Wahnsinn. Aber. Ja, sind wir schon wieder da, Kiki. Also, war ein langer Weg. So, wo ist der Olli? Olli, Kiki, ich würde sagen, ihr platziert euch hier. So. Kiki, für die Leute wie ich, die keine Ahnung haben, was ist das eigentlich für ein Produkt? Das ist das heftigste Produkt jedes Jahr, was rauskommt. 2324 Inception ist vor einigen Tagen erst erschienen. Und da sind die elegantesten Karten. Und wir reden über Fußball, Ivan. Fußball? Fußball. Und wir reden über Messi-Ronaldo-Qualität. Boah, er knallt ja richtig, Junge. Wir reden über die Besten der Besten. Kylian Mbappé, Jude Bellingham. Also als Basis ein Produkt mit sehr wenig Karten, aber hoffentlich, aber schon, hoffentlich viel Qualität. Glaube, ungefähr so... Karten, eine Unterschrift ist garantiert. Wie viele Unterschriften? Eine Unterschrift ist garantiert. Aber die Karten eine Pracht. Eine Pracht. Und jetzt für die Community. Was kostet so ein Ding auf offenen? Was hast du bezahlt? Du hast es von Tops direkt bekommen. Ja, 200. So, ein guter Kurs, muss man sagen. Direkt bei Tops. Direkt. Im Nachgang ist die Box natürlich teurer, weil direkt ausverkauft. Die hast du nur mit ganz viel Glück im Raffle bekommen. Genau. Und der Olli hatte halt Glück gehabt. Hast du eine Box bekommen? Eine nur. Olli, wir sind alle Zeitzeugen. Heute wird Geschichte geschrieben, mein Freund. Über heute werden wir in 10 Jahren drüber sprechen. Weißt du, damals, wo der Olli die Box aufgemacht hat. Und wir tanzend hier hingekommen sind. Und ich würde mal sagen, Kiki, lass mal nicht zu lang schnacken. Hey. Olli, schnacken, dann rupft das Huhn, mein Freund. Kommt rein. Guck mal, oh, ja, ja. Was denn? Ich will Olli nicht beleidigen. Okay. Aber die Klinge erstmal immer schön zumachen, weil das ist nicht gut. Das wäre nicht der erste Arbeitsunfall hier im Store. Diese schöne Box durchgezogen
und hat die schöne Oberfläche dieser schönen Box leicht drapiert mit einem Messer. Schon gemeingefährlich hier. Da sieht man jemanden, da ist der Katarischer. Ja, der wirklich respektlos. Werden wir Olli noch einmal verzeihen? Ja. Ja, okay, ja. Letztes Mal. Machen wir eine Ausnahme. Olli, wir dulden es. Dankeschön. Community, weiter geht's. Absolute Wahnsinn. Unglaubliche Szenen spielen sie. Okay, hier ist die Karte direkt da drin. Was ist da drin? Sechs Karten. Ein Päckchen. Wie viele Karten sind da drin? Sieben. Das ist ein Päckchen mit sieben Karten drin. Und hier kannst du das einfach hier so. Man merkt, mach's oft. Also die Stimmung ist am Brennen hier. Wirklich absolute Wahnsinn hier. Wieder mal ein. Man hat ein halb gefülltes Päckchen. Mach es erstmal langsam auf. Wie der Weihnachtsmann. Hast du eine Schere? So reichen wie die Schere. Bei dem Wert, wie das hier drin sein könnte, wir sind doch auf der Suche und ich würde mich freuen, wenn wir eins kriegen würden. Ein sogenanntes Booklet. Was ist denn jetzt schon wieder ein Booklet? Booklet könnte auch sein von Messi und Ronaldo und. So was gibt's doch gar nicht. Die Kombination ist auch. Es gibt eine Killer-Kombination mit Messi und Ronaldo zusammen auf einer Karte. Da gibt's nicht, Kiki. Und das ist die Karte, die wir suchen. Es gibt auch ein Gottesbuchel mit 21 Spielern drauf, die Ballon d'Or Gewinner. Das heißt, wenn wir das dick jetzt öffnen und da ist eine Karte drin, das ist ein Booklet des Todes, dann ist das die richtige Karte. Immer rein in den Körper rein. Okay. Einmal der erste Blick. Moment, das war nur kurz. Ivan hat noch eine Zeit lang im Fellbad gelegt. Und sowas zum Aufdecken, oder nicht? Okay, ja. Nee, das kriegen wir schon hin. Ist jetzt die letzte die beste? Nein. Die letzte oder vorletzte? Muss die drehen? Ja, besser. Ja. Community, wir gehen rein. Die wirklich, also absolute Wahnsinn. Die Spannung, also. Einmal noch einen leichten Applaus. Kiki, also das ist wirklich. Ein leichter Applaus. Super, Kiki. Das war gut, aber muss ich sagen. Pass auf, Olli geht rein. Olli, ich würde sagen, legst du mal rüber, du. Oh, hey. Wer ist das denn? Wir haben Steven Gerrard. Hey, Applaus für Steven Gerrard. Steven Gerrard. Let's go. Aber guck mal, wie schön diese Karten sind. Also wirklich schön, ja? Hast du auch schon eine Inception geöffnet, Olli? Nein. Ja, aber die Karten sehen schon mal richtig phänomenal aus. Die sind schon schön bunt. Olli, komm mal hier, da kannst du besser gucken. Ja, Olli, komm mal. Frontal von vorne, du. Aber. Ja, zieh mal ab. Was? Orkun Kökçü, Junge. Orkun Kökçü. Nimm mal gleich die letzte, also den ganzen Stapel und nimm die letzte. Ich sage immer so, lieber haben wir suchen. Das stimmt auch. Bis auf die letzte. Ja, und lass die letzte da. Ja? Ronaldo, was ist das? Oh, das ist der. Das ist der einzig wahre. Das ist der. Das ist der richtige. Nein. Jetzt schreien, die ist nummeriert. Moment. Die ist nummeriert. Weißt du das? Aber wo weißt du das? Ich habe ein gutes Gefühl. Wir waren die gleich. Das ist schon mal der Backup. Wir lassen durch. Mit Glück gehen wir auf One-of-One-Level-Community. Hör auf jetzt, Kiki. Warum nicht? Könnte sein. Harry Kane, yes. Okay, Ivan. Schöne Karten, schön. Kurze Unterbrechung. Olli, ich komme sofort wieder. Ich muss euch was zeigen. Geht da einfach während der String auf Toilette. Da kannst du wirklich keinem erzählen, Herr Kiki. Kiki. Ich komme sofort. Ganz wichtig für das Video. Oh, für Video. Muss ich sagen, die Kiki ist ein bisschen peinlich, aber manchmal überkommt sie und dann muss sie einfach schnell... Ja, der hat ja auch viel Wasser getrunken, muss man auch mal sagen. Ist auch bei der Hitze ist auch gut so. Eben, man muss ja viel trinken. Viel Cola getrunken, ist das ein bisschen unangenehm, aber was sollen wir machen? Ja, willst du mal. Da muss da was draußen, was reinkommt, muss er wieder raus. Da kommt er wieder. Also, da kommt er wieder. Das bitte für euch. Man nennt ihn früher auch den Gargamel. Denn ihr denkt, ich habe gelogen. Wir haben jetzt schon die bessere Box als gestern gehabt. Ja, wie? Magst du die Karten aus präsentieren? Community, Olli geht rein. Wir zeigen nur kurz den Break von gestern aus der Top vom Jumbo Box. Das sind die besten Karten. Boah, gut, das war die Unterschrift. Hurricane. Aber Harvey Unterschrift. Harvey Elliott. Es gibt doch hier Elliott, der Drache. Was ist denn da? Kilian. Aber die sind schön. Die sind schön. Optisch, ja. Die sind wirklich schön. Trotzdem in dieser Box und die war 500 Euro. Die haben Euro. Nichts wert, aber die sind schön. Also, Ivan, das war die Topscom Jumbo Box mit drei Unterschriften und die Box war über 500 Euro wert. Die Jumbo Box? Ja. Das heißt, diese Inception Box hat weniger als die Hälfte wert von der Jumbo Box. Das ist eine schöne Karte. Film mal die, Ivan. Ah, das ist echt eine schöne Karte. Also, Harvey Elliott Unterschrift war noch gut. Man beachte auch,
wie genüsslich mit Freude er die Karten leicht retuschiert. Schöne, aber schöne Karten. Auch die schön, das schöne Karten. Was waren denn drei Unterschriften? Ich habe bis jetzt nur eine Unterschrift gesehen. Die kommen noch, die kommen noch. Die nicht, guten. Nicht, dass er sie zeigen will, aber die kommen auch noch. Gut, dass wir den Break mittendrin unterbrechen und dann... Nein. Das ist B-Brothers-Style. Guck mal, die Unterschrift. Boah, Junge, wer ist das? Weißt du, Aste, wir wollen Oschi, ja die Spannung hochhalten. Das ist einfach deine Unterschrift in Mini-Version. Die knallt schon mal anders, Alter. Auch schön. Nice, Mann. Richtig gut. Let's go, let's go. So, das ist halt das Zeug, was man aus einer Jumbo-Box kriegt. Das Gute. Und das, die Unterschrift, aber der hat eine geile, der gute Pedro. Pedro? Das war dieses Lied da. Pedro P. So, Community, jetzt haben wir den Hype hochgehalten. Also Kiki, wirklich. Wirklich, ich weiß, ihr seid Hype. Kiki, also ich weiß nicht, wer jetzt noch zuguckt, aber die Leute haben bestimmt rausgeschaltet. Nur, dass ihr wisst, das war die Vergangenheit und das ist die Gegenwart. Wir machen das nur, weil wir wissen, da ist jetzt die One-of-One JJ Okocha drin hier. Also das kann auf jeden Fall nicht schlechter werden. Als let's go, let's go. Okay, wir gehen rein. Wir gehen hier weiter. Let's go, let's go. Wer ist es? Wer ist es? Bruno Fernandes. Fernandes. Let's go. Oh. Oh. Autograph. Dreh um. Coventina. Welche soll ich zuerst? Da ist die Unterschrift drauf. Coventina, Alter. Warte mal. Also leg die jetzt erst an der Seite. Ja, wir wissen ja schon, wer es ist. Wir wissen nicht was. Wo. Aber was? Aber könnte auch eine One of One sein. Ey, ab jetzt spekulieren wir auf One Alter, of jetzt, One. Jetzt ist es wirklich wild. Komm, jetzt mach. Nico Paz. Wer okay, ist das? Zeig uns die Karte mal. Die ist bestimmt nummeriert. Die ist nummeriert. Auf 150? Nico Pass sieht man schon ein paar Mal. Michael Jordan Jersey Number. Let's go, Michael Jordan Jersey Number. Yeah, man! Pass auf, Olli, ist jetzt defensiv, muss man sagen. Richtig, wie gestern. Zwei Karten retten uns noch, wenn die Nummerierung stimmt. Wenn wir hier eine One of One ziehen, dann Ave Maria. Wenn nicht, nicht gut. Okay, wir spekulieren auf die Nummerierte. Die ist auch, wer ist das überhaupt? 75. 75. Coventina. Sag mal den Namen. Coventina. Wer kennt Coventina? Coventina, ja, Mann! Ja! Coventina! Ronaldo muss retten. Olli, Ronaldo. Du bist hype. Der kann noch mehr. Du kannst kaum warten. Aber komm, bitte, lass es eine One of One sein. Drehen. One of One. One of One. Ich erst mal one of One. 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 125. 125, yeah! Ja, Mann! Um 124 daneben. Nee, hey, aber knapp, Alter. Aber hatte Ronaldo nicht die 9? Ja, das ist die 90. 090. Yeah, Mann. eBay yeah, One of One. eBay One of One. Yes, Mann. Wirklich der absolute Wahnsinn. Community, wenn ihr auf eBay seid und eine eBay One of One seht, das ist so ein Ding. Kriege ich also wirklich, was ach, ihr Olli. Uns hier wirklich... Also, Olli, wie ist deine Meinung? Olli. Ich enthalte mich. Ey, ich sag mal so, ohne Regen keine Blumen, Olli. Du ja. Hast wirklich, also, wenigstens hast du einen dicken Ronaldo drin. Was willst du denn noch? Freunde, ich sag mal so, danke fürs Zugucken, ja? Olli, mein Beileid, Junge. Danke. Kiki, ohne Aft dafür. War geil. Und jetzt, wir drehen uns im Kreis. Ey, alle nochmal ausrasten. Alle nochmal ausrasten. Ja.